Hallo und herzlich willkommen zum Video der Firma Autopartner American Cars in Hagen. Heute möchte ich euch aufklären und euch ganz viel Wissen vermitteln, damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst, wenn ihr ein amerikanisches Auto kaufen möchtet. Im letzten Video habe ich euch erklärt, was ein Carfax ist, wofür ein Carfax benötigt und worauf ihr achten müsst. Das ist in der Theorie schön und gut. Heute möchte ich euch in der Praxis erstmal erklären, wie diese ganze Betrugsmasche, nenne ich sie vorsichtig mal, zustande kommt und was genau passiert, wenn hier ein Unfallauto angeboten wird. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Mustang, wohnt in Amerika und nutzt es als tägliches Auto, um zur Arbeit zu kommen, zum Training zu fahren, einkaufen zu fahren und alle eure Bedürfnisse damit zu befriedigen und euren Hobbys nachzugehen. Jetzt habt ihr leider einen schweren Unfall, beziehungsweise seid in einen schweren Unfall verwickelt, für den ihr nichts könnt, euch geht es gut. Aber leider ist das Auto, ich nehme jetzt beispielhaft mal einen Ford Mustang, völlig zerstört worden. Euch ist jemand draufgefahren, hat euch in die Leitplanke geschoben, die Airbags sind ausgelöst, der Rahmen ist krumm und die ganze Karosserie des Autos ist wirklich extrem kaputt. Dann passiert Folgendes. Die Versicherung schreibt das Auto als Totalschaden ab. Das passiert in Deutschland auch häufig, weil die Reparaturkosten, die man investieren müsste, um das Auto wieder verkehrssicher und fahrtauglich zu machen, sind wesentlich höher als der aktuelle Zeitwert des Autos. Dann erhält das Auto einen sogenannten Salvage-Title in den USA. Wenn das Auto einen Salvage-Title in den USA erlitten hat oder bekommen hat, darf das Auto nach einer Reparatur nicht mehr zugelassen werden und darf somit auf amerikanischen Straßen nicht mehr fahren. Hintergrund ist da, da es in den USA kein TÜV oder keine Kontrollstelle gibt wie in Deutschland, kann keiner kontrollieren, inwieweit, wie gut und wie vernünftig eine Reparatur erfolgt ist. Dementsprechend gibt es dafür kein Maß, kein Gut und kein Schlecht. Deswegen wird in Amerika pauschal gesagt, alle Autos mit einem Salvage-Title dürfen nicht mehr zugelassen werden. Danach verkaufen die Versicherungen die Autos über eine Restwertbörse. Auch das ist in Deutschland immer noch ein ähnliches Prinzip. Häufig ist es dann so, dass ausländische Aufkäufer diese Autos aufkaufen und bringen sie nach Osteuropa. Die Papiere werden alle mitgegeben und es wird alles ganz normal verschifft und in den meisten Fällen in Litauen eingeführt. Um nochmal daran zu erinnern, es ist wirklich völlig kaputt, die Airbags sind ausgelöst, der Rahmen ist krumm und es ist ein wirklich extremes Sicherheitsrisiko und ein Verkehrsrisiko, dieses Auto. Das Auto wird dort wieder zusammengebaut. Häufig werden aus zwei Autos ein Auto, aus mehreren Autos werden einzelne Ersatzteile gekauft. Bei dem Auto ist vorne rechts der Scheinwerfer kaputt und da ist hinten links was kaputt. Das wird alles zusammengedengelt, muss man abwertenderweise sagen. Und daraus wird ein schönes Auto wieder gemacht. Dann wird das ganze Auto lackiert und in Litauen direkt dem TÜV vorgeführt. Es ist so, dass viele Leute, die in Deutschland US-Autos als Unfall oder als Totalschaden verkaufen, beim Verkauf nicht ganz ehrlich sind und geben an, dass das Auto einen leichten Frontschaden hatte. Das heißt, das Auto ist dann mal in die Leitplanke gerutscht aus Versehen. Da ist dann vorne die Stoßstange, die Motorhaube und der Kotflügel ausgetauscht worden, damit diese Händler oder diese Verkäufer in Deutschland aus der Haftung sind. Weil wenn wir als Händler, in dem Fall jetzt hier Autopartner American Cars in Hagen, euch ein Auto verkauft, dann verkaufen wir euch ein unfallfreies Auto. Das schreiben wir auch so in den Kaufvertrag hinein. Wenn das Auto nun einen Unfallschaden hätte und wir euch das verschweigen würden, dann hättet ihr rechtlich ganz, ganz viel Potenzial, uns anzugehen. Das machen wir natürlich nicht und möchten wir auch nicht, aber es gibt viele Händler, die das tun. Und daher werden dann kleinere Unfallschäden angegeben, die im Kaufvertrag deklariert werden, damit diese Händler aus der Haftung sind. Und da ist genau der springende Punkt, da müsst ihr aufpassen, weil diese Autos in den meisten Fällen einen Totalschaden erlitten haben, waren komplett kaputt. Die Airbags, die ich gerade mehrfach erwähnt habe, werden in der Regel nicht ordnungsgemäß ersetzt. Manche werden ausgetauscht durch Airbag-ähnlichen Stoff. In manchen Autos werden die Airbag-Steuergeräte ausgetauscht gegen ganz günstige Stecker oder Dummy-Stecker, die dem TÜV-Beamten vorgaukeln, dass ein Airbag da ist und funktionstüchtig ist. Das ist ganz, ganz gefährlich. Außerdem wird damit geworben, dass die Autos frisch TÜV haben und eine Dekra-Untersuchung problemlos überstanden haben. Das ist auch alles richtig und schön und gut, aber dazu muss man sagen, dass der TÜV zum Zeitpunkt der Kontrolle oder der TÜV-Abnahme nur kontrolliert, ob das Auto zum Zeitpunkt der TÜV-Abnahme den Verkehrsregeln entspricht und verkehrssicher ist und verkehrstauglich ist.
Da sind auf die Rahmen wieder gerade gezogen worden, die Karosserieteile sind erneuert worden, die Spur ist wieder eingestellt worden und. Da wird ganz viel gemacht. Was das Auto für eine Vergangenheit hatte, das ist in dem Moment der TÜV-Abnahme irrelevant. Ähnlich ist es bei Wasserschäden. Es gibt ganz viele Verkäufer, die sagen, das Auto hatte keinen Unfall und deklarieren das Wort Unfall als Blechschaden. Ein Unfall ist es aber auch, wenn das Auto als Beispiel in einem Staat früher gefahren wurde in den USA, wo ein schwerer Hurricane gewütet hat oder ein Unwetter oder Hochwasser gewesen ist, wie auch immer, und die Autos als Wasserschaden auch abgeschrieben wurden. Das heißt, das Auto hat irgendwo gestanden, ist durch einen Sturm völlig verwüstet worden, voller Wasser, die ganze Elektronik kaputt, es schimmelt innen drin, die Steuergeräte sind kaputt und. Auch diese Autos werden als Salvage-Title abgeschrieben und ins Ausland verkauft. Da müsst ihr aufpassen, weil dann die Autos hier drüben angeboten werden, die sind sehr auffällig. Die haben oft super schöne Motorhauben drauf, die haben Tribals drauf, Dekore, Aufkleber und. Haben meistens einen Preis, der zu gut ist, um wahr zu sein, der eigentlich nicht stimmen kann. Da müsst ihr aufpassen, die Autos sind auffällig. Die Autos haben meistens Tuning-Anbauten, alles mit Leder bezogen, die Sitze mit Leder, das Armaturenbrett mit Leder und. Ihr seht häufig auffällige Schriftzüge mit Mustang-Stil, die irgendwo im Leder eingefasst sind. Das sind alles Sachen, die hat das Original ab Werk nie gegeben. Das sind ganz markante Punkte für ein solches Unfallauto. Passt bloß auf, wenn ihr so ein Auto schön findet und euch für so ein Auto interessiert und horcht 2, 3, 4 Mal nach, fragt nach der fahrerischen Nummer, fragt nach dem Carfax und wenn ihr ein schlechtes Bauchgefühl habt, holt euch eine zweite Meinung ein. Außerdem ein ganz markantes Detail dieser Fahrzeuge ist, dass die meisten Autos eine Gasanlage verbaut haben. Ich mache euch später mal ein Video, wo ich euch mal vorrechne, dass das preislich alles nicht passen kann. Da wird ein Auto angeboten, das kostet 20.000 Euro. Da ist eine besondere Motorhaube drauf von einer Tuning-Firma, die sehr teuer ist, wenn es eine echte wäre. Die Gasanlage kostet zwischen 2.000 und 3.000 Euro, die alle im Preis schon integriert sind, diese ganzen Punkte. Was eigentlich bei einem normalen Auto nicht gehen kann. Wenn ihr unsere Autos dagegen stellt, die unfallfrei sind, die diese ganzen besonderen Extras, wenn ich sie mal nicht haben, merkt ihr, dass unsere Preise natürlich höher sind, aber dafür kriegt ihr bei uns ein unfallfreies Auto. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zu einem anderen Auto, ruft uns auch gerne an. Die Kontaktdaten findet ihr alle bei uns auf der Homepage oder hier in der Beschreibung des Videos. Wenn ihr Fragen habt, ruft uns an, schreibt uns bei WhatsApp, schreibt uns eine E-Mail und wir helfen euch da gerne weiter, um euch davor zu bewahren, dass ihr euer hart erspartes Geld für ein Unfallauto ausgibt und euch damit einem riesig großen Risiko aussetzt.